Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Ni no Kuni 2. Und wir sind direkt in... Ha, die ist sogar besser. Am Untergrund dieses Meeres-Dungeons und auf der Suche nach der Prinzessin. Und jetzt kommt wahrscheinlich ein fetter Bosskampf und das Ende von einem Kapitel. Okay, er hat schon ein weiteres Wächterband geklaut. Your Majesty, it is I, Liane. Please, you must come to your senses. It is too late for that. Your queen is gone. Henceforth, you will return. Tell me, why do you even... Hydropolis would be no... And why is that? Even were I inclined... I surrender to none. Leander? Is she coming around? Na, eine Wasserschlange oder was ist der Richter? Your kingdom is doomed. But then beauty never lasts. Riesig. Brain skimmer. Then the king's bond truly is broken. You heard the money man. No king's bond. Meaning we've got ourselves a kingmaker to clobber. So eine Sache gegen oder so. Tranagar, der Herr der Tiden. You ready for this? Level 42, der ist einfach mal 8 Level über mir. Treffen. Ah, doch ein bisschen schön. Da war die Schwachstelle auf dem Bauch und an den Armen. Ich bin genau rein. Unvereist. In den Ecken sind aber sicher, wie die schauen. Gibt's da mehr Schwachstellen? Nee. Das hat man nicht. Doch, wenn die Licht wahrscheinlich rein. Und es ist da recht wieder eine neue. Uh-oh! This ain't looking too good! Ui! Wächter-Knuffi. Make yourself useful! All together now! Okay, also unter den Eisdingern stecken sich Wächter-Knuffis. Und die können was zaubern. Wo ist der Boss? Ah, okay, ich wusste, dass er da machen, damit sein Schutzschild runtergeht wahrscheinlich. Vermutlich mache ich sogar mehr Schaden, wenn ich noch mehr Wächter-Knuffis kriege. Ah, ich krieg sogar die Schwachstellen gerade kaputt. Eine ist noch am Bauch. Das ist so bewegt. Trifft man das gar nicht. Okay.
Neues Eis. Geschafft. Schwachstelle wieder kaputt. Schnell. So, noch einmal müssen wir diesen ganzen Kram machen. Okay, er kriegt auch Schaden. Deswegen kann der Kampf auch nicht endlos laufen. Okay, ich kann auch noch gleichzeitig kämpfen, das Ding ist trotzdem nicht cool. Okay, ich kann mich angepasst. Geschafft. Und der Typ ist noch da, der hat die ganze Zeit zugeguckt. Eure Majestät, geht es euch gut? Ich bin in Ordnung, keine Sorge. Wieder ein Zerstörer besiegt. Na gut, ich habe mein Ziel jedenfalls erreicht. Bis zum nächsten Mal. Okay, der hat einfach nur zugeguckt. Hey. Cecilius, warum setzt du so viel Vertrauen in die Königin? Of course. Ist das nicht selbstverständlich? Ohne ihre Majestät kann dieses Land nicht existieren. Aha. Was meinst du damit? Es ist wohl an der Zeit, euch das Geheimnis unseres Landes einzuweihen. Quastenflosse ist in Wald schon vor 300 Jahren untergegangen. What? Es fiel der Eruption eines submarinen Vulkans zum Opfer und unser Volk und Land wurde vom Meer verschluckt. Ihr habt die Ruinen auf der Insel der Geister gesehen, nicht wahr? Vor 300 Jahren war diese Insel ebenfalls besiedelt. Dass dieses Land weiterhin fortbestehen kann, haben wir einzig dem Auge der Königin zu verdanken. Es dreht mit seiner Magie die Zeit ununterbrochen zurück. Schließe sich das Auge, würde kostenlos vor der Gegenwart eingeholt werden. Aber diese Methode hat einen entscheidenden Nachteil. Der Zauber ist statisch, er lässt sich nur für genau die Anzahl der Bewohner aufrechterhalten, für die er zu Beginn gesprochen wurde. Daher also diese komischen Regeln. Wenn einer stirbt oder geboren wird, ist alles vorbei. Ihre Majestät hat in den letzten 300 Jahren kein Auge zugemacht. Ihr Gemütszustand leidet sehr darunter. Das ist der Grund, warum sie ihrem Volk so hart zusetzt. Niemand an, welches Opfer ihre Majestät jeden Tag erbringt, doch sie kämpft unerbittlich darum, dass das Land und seine Bewohner beschützt wird. Cecilius, du... Majestät, ihr solltet eure Kräfte schonen. Du wusstest das die ganze Zeit und hast es mir trotzdem gedient. Nicht trotzdem, sondern genau aus diesem Grund habe ich euch bis ans Ende meiner Kräfte unterstützt. Ich verstehe. Allerdings hat das Land deutlich Spuren genommen. Lange wird sich dieser Zustand wohl nicht mehr aufrechterhalten lassen. Und deswegen brauche ich den Tropfen der Meeresgötter. Deshalb also. Es ist so viel Zeit vergangen. Kannst du dich noch an das Versprechen erinnern, dass wir uns jetzt Kinder gaben? Of course. Ja.
One day, Leander. One day, we will marry, and you will be my king. I promise. I promise that I will marry you. That I... Do you swear? I do, your... Holy Aunt. How could I forget? It is my most cherished memory. And the reason I gave my life to you in... But that was not what I asked of you. I asked that you become my husband. But the law of Hydropolis forbids it. Do not pretend, Lian. Whosoever possesses the ether, it was the first king of Hydropolis who brought it back. But sure. Who better? Cared for it more. As queen, I can accept no other. But your majesty, I cannot. Why? For the hallowed realm over which we have... If we are joined in marriage, then all must end. Yes. Let go. This realm may fade, but another will soon blossom in its place. It should have happened long ago, but I could not let it. I had to have one last... Your Majesty... But it is time. The wheel must turn again for Hydropolis. And if it brings our destruction... Your mind is made... It is. I will. Mhm. Aber was bedeutet das für das Land? The preparations for... These travelers have need of your aid. Go with... Truly. Truly. Thank you. Von mir sagt thank you. Aber in Wirklichkeit hat gesagt, ich werde es tun. Oder wie ihr thank wünscht. You. Ihr habt uns sehr geholfen. Wie versprochen werde ich Eidavans Abkommen mit erschließen. Sagt mir Bescheid, wenn alles vorbereitet ist. Gut, lasst uns beginnen. Ich bitte um den Vertrag. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. 2 von 5. Drei von fünf. Eins war ich auch selbst. The pact is sealed. In diesem Bündnis steht es euch frei, Quastforsch jederzeit um Hilfe zu ersuchen. Cecil darf euch auf bis weiteren begleiten. Wir zählen auf euch, Cecil. Ich wollte euch nicht enttäuschen, auf gute Zusammenarbeit. Evan had freed Queen Nerea from Doloran's wicked clutches. And for his troubles, he had succeeded in adding another nation to his burgeoning union. With it came a great asset, Leander, whose wisdom would surely prove vital in Evermore's continued development. Ich hoffe, jetzt kriege ich wieder hunderte neue Talente für meine Stadt. Wahrscheinlich aber auch hunderte neue Nebenquests. Ja, Junge kommt, Kapitelende. Okay, mit dem nächsten Kapitel wird sicherlich alles mehr verfügbar sein. A country where love is forbidden. Yes, but I learned something there. The queen was prepared to devote her whole life to her... I'm glad I met her. Well, there's still... Yes, I know. In order to grow... It's going to be fun watching you grow into... Huh? You're too busy building your kingdom. Yes. Er beobachtet mich. Ist das nicht sein schizophrenes Selbst? Trophäe erhalten, Neubeginn der Zeit. Weil wir Kapitel, welches waren wir eigentlich, 5 beendet haben? My inventions will change the world. I'll finish the perpetual fission reactor if it's the last thing I do. Zip, please. I don't care what it costs.
Ach, das war sein Wächterband bestimmt, was reißt. Chapter 6. The Price of Power. Eine Stadt in den Wolken. Okay. Nach Meeresgrund jetzt sowas. Greetings. Ich freue mich, euch auf eurer Reise begleiten zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, euch als Geheimrat von Quastenfloss mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. I'll be counting on you. Dein Wissen und deine Erfahrung als Geheimrat werden sicher von Nutzen sein. Ich ernenne dich zum Vizekanzler, dann bist du Roland direkt unterstellt. Wie ihr wünscht, Majestät. Auf gute Zusammenarbeit. Oi. Höchste Zeit für eine Lagebesprechung. Welches Land ist das nächste für unser Abkommen? Es bleiben Mechbaum und Katzbucke. Wir sollten den Mechbaum weitermachen. Du hast wahrscheinlich recht. Aber Mechbaum liegt doch auf der anderen Seite des Meersprungs, oder? Was ist Meersprung? Oh, wisst ihr das etwa nicht? Oh, okay. Der Meersprung ist ein Riss, der sich durch das Meer zieht. Vor langer Zeit erschien ein Dämon, der die gesamte Welt erbeben ließ und so den Meersprung erschuf. Durch ihn wurde das Weltmeer und das innere und äußere Meer geteilt. Meersprung liegt im Bereich des äußeren Meeres. Ich verstehe, mit einem Schiff können wir diesen Meersprung wahrscheinlich nicht überwinden. Wenn unsere Schwalbertruppe doch nur so weit fliegen könnten, dann wäre das kein Problem. Wovon redet ihr? Mit unserem Schiff können wir den Meersprung doch einfach überspringen. Hätte er nicht gedacht, dass du der Typ für solche Scherze bist. Also ihr wisst also noch nichts von der Sprungmaschine für Schiffe? Forgive me. Verzeiht für uns, aus Quastenfloss ist das etwas Selbstverständliches. Dachte jedermann wüsste das. Eine Sprungmaschine, kann man die auch in unsere Schiffe einbauen? Of course. Ja, ich kenne mich ganz gut mit dem Mechanismus aus. Haben wir einen Schiffszimmermann und das entsprechende Institut, dann dauert der Einbau auch nicht allzu lange. Ich verstehe, wir brauchen ein Institut für Seefahrttechnik. Habe ich schon. So, alle haben ein Level und ich habe eine neue Vorstellung. Well. So wie es aussieht, wurden alle Voraussetzungen erfüllt. Dann wollen wir mal mit Matthias den Umbau unseres Schiffes besprechen. Hey there! Wie der aussieht, wie jetzt aber nur einen Schlüpper anhat. Tagchen, Evan, dein Schiffsumbau ist fertig, genauso wie du es wolltest. Mit Hilfe von Cecilius Anweisung konnten wir den Mechanismus einbauen. Es sollte jetzt möglich sein, den Meersprung mit dem Schiff überspringen zu können. Danke dir, Matthias. Dann können wir ja nach Mechbaum aufbrechen. Das Schiff wurde erfolgreich für die Überwindung des Meersprungs flott gemacht und wird nun automatisch an den im Bild markierten Punkten zum Sprung ansetzen. Aha, es gibt also mehrere Ecken. Auf geht's. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Mechbaum liegt in den Mondlanden. Das ist aber auch schon ziemlich alles, was ich darüber weiß. Mechbaum ist ein mächtiges Land, das sich ganz der Abrakalyse verschrieben hat. Ha? Abrakalyse, das höre ich zum ersten Mal. Abrakalyse ist die Lehre von der Erforschung und Nutzung magischer Energie zur Technologieentwicklung. Mechbaum wird von Vector regiert. Er ist der berühmteste Ingenieursgenie und nennt sich selbst Direktor. Das heißt, dass sich Mechbaum durch sein Genie von einem Unternehmen zu einem mächtigen Unternehmensstaat entwickelt hat. Doch wenn man genauer hinsieht, scheint es Unruhe im Land zu geben. Bald könnte es wohl zu Ausschreitungen kommen. Mechbaum hat also auch Probleme. War ja klar, dass es nicht einfach werden würde. Oh, come on. Ach kommt, zieht nicht solche Gesichter. Lass uns doch erstmal in Mechbaum ankommen. So, aber ich muss erstmal hier die Kasse plündern. Und, oh ja, voll. Alright. Cecilius ist auch dazugekommen. 70, 90 bei Magie. Okay. Und wir haben ein paar mit Level-Ups. Hey! 10, 10, 5. Mindestens 50 Talente fehlt da noch. So, bringen wir mal das auf ein Level ab. Wahrscheinlich können wir nämlich gleich wieder was erforschen, was uns nützt. Ach ja, der hatte ja nur Dings.
Allerlei Wertvolles. Zwei Talente mit Bodencrew. Forschungsbedingungen sind noch nicht erfüllt. Forschungs wird auch teilautomatisiert. Forschungszeit sinkt um 10%. Sehr gut. Talent mit Ruhe selbst. Okay, geht noch nicht. Kann ich eigentlich den Schlosspark auch erweitern? Einfluss steigt um 700.000. Okay, krass. So, ich habe drei Leute, die rumstehen. Profis werden zu echten Freunden. Allrounder. Kastanie, nee, da kann er bleiben. So, ich erweitere das mal, 30.000, ja. Können wir noch einen dazuweisen, dann geht die Forschung auch schneller. Monstercamp, das ist nicht so wichtig. So, Gnuffikunde 3, 4 und 5 sind dazugekommen, werden immer nützlicher, okay. Senkt die Erschaffungskosten um 30%. Deutlich mehr Erfahrungspunkte. Drei. Machen wir mal überall mindestens drei Leute rein. Haben wir noch einen, der rumsitzt und nichts zu tun hat? Nein, okay. So, wie viel kriegen wir jetzt schon? Warte mal kurz ein paar Sekunden. Ein einziges Gebäude fehlt noch. 738 alle 30 Minuten. Abgeschlossene Forschung vorhanden, okay. Wo? Oder war das eine alte Information? Scheint fast so. So, hier könnte ich eigentlich nochmal hinschauen, bevor ich gehe. Achso, da muss ich ja persönlich hinlaufen. Die entflucht nämlich Ausrüstung, falls ich welche habe. Da, 90, 30 und ausgeteilter Schaden plus 3. Ach ne, gesenkt. So, plus 4, plus 6, Chance Gegner zu bewahren, plus 3 im Chance. Place your fate in my hand. Place your fate in my... May fortune follow you always. Ist die jetzt besser als meine? Ich glaube zwar nicht, aber... Nee. So, dann... Möchte ich nach Quastenfloss erstmal. Da wir 100 pro neue... Quest jetzt haben. Und ja, 1, 2, 3, 4, 5. So, die nehme ich mal schnell alle an noch. Excuse me. Huh?
Great key! So... Also, finde die Aquafrau, die einen Fisch im Hafen sucht. Da oben, da sind eh zwei Quests. So, da kann ich auch nicht schnell hin teleportieren. Habe ich zwar einen Ladebildschirm, aber... Sollte schneller sein, als wenn ich laufen würde. Oh. Oh. Sprich mit Sören. Der ist auch gleich hier. Hey. Säbelmakrele. Yes. So, jetzt helfe ich also ein paar Liebenden. Con Pesce. Spaghetti mit Fisch. Hey. So, geschafft, Helmring dazu. Thanks. Yeah. Good day to you. Boosh! Get in! What? Okay, yeah. Irgendwelche Zutaten kriegen. Oh. Noctopusse. Müssen wir wahrscheinlich erst auf dem Meer besiegen. Ja, habe ich auch noch nicht. Thank you. Excuse me. Huh? What? Thanks. So, hoch. Falsche Taste. Da rechts sind noch zwei und dann unten der Typi. Okay, die Wache steht auch nicht mehr im Weg. Das heißt, diese ganzen Gebiete, wo man vorher nicht ran lang durfte, sind jetzt vermutlich betretbar. Okay, von hier geht's nicht, aber von da wahrscheinlich. Unten, okay. Und hier beim ersten Mal war, habe ich mir schon gedacht, dass da jemand für eine Quest sein wird. Fisch. Aha. Gebe ich einfach mal alle hin. Vielleicht ist ja einer. Na gut, dann mache ich was anderes. Heißt ja nicht, dass man immer gleich jede Quest erledigen kann.
So, viel wichtiger, hast du... Welcome to Swift Solutions. Scheiße. Ich habe zu schnell gedrückt. Hätte ihm doch lieber ein schwächeres geben wollen. Talente, endlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. So, bei Gegenständen, ist hier was Neues? Auf Anhieb sehe ich da nichts. Oh, so viele neue Quests, okay. Gut, haben wir das auch noch fertig. Außer wir haben auch gleich einen Erfolg bekommen. Oh, by the way. So, und hier vorne ist noch eine Nebenquest. Oh, hier sind noch einige neu. Oh, das ist die ganze Karte. Ja, nee. Ich mache erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.